Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier die Gemeinwohlökonomie vorstellen zu können. Ich begrüße es sehr, dass über die Piraten hier so eine Informationsreihe ins Leben gerufen worden ist, wo auch wesentliche Aspekte der Wirtschaft ins Thema gesetzt werden, ins Bild gesetzt werden, weil ich denke, dass wir immer mehr von der Wirtschaft beeinflusst werden, immer mehr die Wirtschaft auch Einfluss bekommt auf die Politik und es von daher sehr wichtig ist, dass wir als Bürger uns mit dem Thema auseinandersetzen und auskennen. Ein Thema, die Gemeinwohlökonomie, und am Anfang steht ja immer die Vorstellung des Referenten und meine Idee der Vorstellung ist, dass ich Ihnen etwas erzähle, euch etwas erzähle, wie ich zu dem Thema gekommen bin, wieso ich der Ansicht bin, dass ein alternatives Wirtschaftsmodell, wie es die Gemeinwohlökonomie ist, gerade im Moment, im richtigen Moment kommt und nötig ist. Ich bin auch Wirtschaftler, bin also Betriebswirt und mich macht es immer unruhig, wenn ich so Dinge sehe wie Milch aus Schleswig-Holstein irgendwo in Süddeutschland zu kaufen und gleichzeitig Milch aus Süddeutschland, aus Bayern in Norddeutschland zu kaufen, mehr oder weniger das gleiche Produkt hin und her gefahren. Wo ist da der höhere Sinn? Wie steuert dort die Wirtschaft? Ist das, stellt sich dann für mich die Frage, Betriebsunfall oder Strukturfehler? Ich bin auch mittlerweile Personalberater, aber vorher 25 Jahre in der Industrie gewesen, zuletzt als Personalleiter. Und ich werde unruhig, wenn ich mitbekomme, dass immer mehr Arbeiter, Beschäftigte von ihrem Gehalt nicht mehr leben können. Das ist etwas, wo ich mich frage, ist das etwas, was im Moment gerade eine ungünstige Konstellation darstellt, etwas, was einen Betriebsunfall unseres Systems darstellt, oder ist es ein Strukturfehler? Ich bin mittlerweile 54 Jahre alt, also noch lange nicht in Rente, aber gelegentlich macht man sich mal Gedanken drüber. Und ich werde unruhig, wenn ich mitbekomme, dass ein Hedgefondsmanager etliche Millionen an Euro verdient und gleichzeitig ein Altpfleger, ich glaube es sind 2200 Euro brutto, und mir gesagt wird, es ist aber nötig vom System her, dass wir die Gehälter frei sich entwickeln lassen. Und wenn ich dann mitbekomme, dass doch der Anreiz ist, in diesem Bereich der Hedgefonds sich zu engagieren, viel größer und viel wertvoller erachtet wird, als in der Altenpflege tätig zu sein. Und das ist ein Bereich, wo ich doch sehe, dass wir dort akuten Mangel haben. Auch hier die Frage, Betriebsunfall oder Strukturfehler. Ich bin auch Geldanleger und werde unruhig, wenn wir trotz Gewerkschaften es erleben, dass Aktiengesellschaften Mitarbeiter abbauen und gerade deshalb die Aktienkurse steigen. Ist das so gewollt? Ist das so sinnvoll? Ist das ein Betriebsunfall oder doch ein Strukturfehler? Ich ziehe viel Kraft aus der Natur, sieht man hier auf diesen Bildern, immer gut gelaunt. Und ich werde unruhig, wenn ich mitbekomme, dass aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich notwendige Maßnahmen im Bereich der Umwelt einfach nicht gemacht werden. Denken wir ans Thema CO2. Betriebsunfall oder Strukturfehler? Ich bin auch Steuerzahler und ich werde unruhig, wenn ich mitbekomme, dass solange es Gewinne in den großen Unternehmen gibt, es heißt, Bürger, halte dich doch da mal draußen vor, Gesetzgeber bzw. Staat, halte dich doch da mal draußen vor. Aber wenn es dann in die Verlustsituation geht, dann wird die Karte gezogen, Arbeitsplätze, Verantwortung und dann ist der Steuerzahler, ist der Staat sehr wohl gefordert. Ist das Betriebsunfall, Strukturfehler? Ich bin auch Sparer und wenn Sie sich das Bild da angucken, dann ist die 5 Milliarden Marke doch recht symbolhaft. Wenn ich mir im Moment angucke, wie sich die Geldmenge entwickelt und wie sich die Staatsverschuldung entwickelt, dann werde ich nicht nur unruhig, da werde ich sehr unruhig und ich frage mich, Betriebsunfall oder Strukturfehler? Alles Betriebsunfälle oder doch Strukturfehler? Meine Ansicht ist, die Struktur in dem Thema Wirtschaft ist nicht so, wie ich sie mir wünsche. Ich
stelle mir dort etwas anderes vor. Ich frage euch, wie seht ihr das? Wie sehen Sie das? Sehen Sie Bedarf für grundsätzlich ein neues Wirtschaftsmodell? Sie da nicken? Ja. Ja. Also es gab mal eine Umfrage 2010, aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Da kam dabei heraus, dass 90% der Bevölkerung, das ist jetzt ein Wert aus Österreich, aber für Deutschland ist er nicht viel geringer, irgendwo 87%, einen grundsätzlichen Änderungsbedarf für unser Wirtschaftssystem sehen. Also nicht nur eine kleine Veränderung, eine kleine Anpassung, sondern einen grundsätzlichen Änderungsbedarf. Und die Gemeinwohlökonomie ist ein grundsätzlich anderes Wirtschaftsmodell. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Form der Marktwirtschaft, das heißt, nach wie vor werden am Markt Begegnungen organisiert zwischen dem, der nachfragt und der, der liefert, finden dort Preisbildungen statt. Aber die Gemeinwohlökonomie sieht vor, dass das Motiv und das Ziel des unternehmerischen Strebens umgebaut werden. Und zwar in dem Sinne, dass das Gemeinwohl die Zielrichtung ist, dass alles wirtschaftliche Handeln in diese Richtung zielt. Und ich denke, hier sehen wir einen Auszug aus der bayerischen Verfassung, aber ich denke, dass es nicht nur die bayerische Verfassung war, die das in dieser Richtung auch im Sinn hatte. Ich denke auch, das Grundgesetz hat die Zielsetzung, dass Wirtschaften dem Gemeinwohl dienen soll. Die Gemeinwohlökonomie ist eine wachsende Bewegung. Christian Felber, ein Wirtschaftsautor, ein Universitätsdozent, hat gemeinsam mit etlichen Attac-Unternehmern aus Österreich das Konzept 2008 entwickelt. Es ist dann immer weiter entwickelt worden. Und mittlerweile sind nicht mehr nur diese 60 Unternehmen, die 2011 bereit waren, sich an dem Thema Gemeinwohl zu messen, dabei, sondern es sind mittlerweile 400 Unternehmen, die dieses Jahr die Gemeinwohlbilanz, also das, worin sie sich messen wollen, bezogen am Gemeinwohl, machen wollen. Zugegebenermaßen viele kleine Unternehmen, aber es ist zum Beispiel auch die Sparda Bank München dabei, es sind Bauunternehmen mit 150 Mitarbeitern dabei, also es ist nicht nur auf den kleinen Unternehmerreich begrenzt. Als ich mit der Gemeinwohlökonomie in Berührung kam, das war Mitte letzten Jahres, standen da noch 1000 Unterstützer auf der Homepage. Mittlerweile sind es knapp 3000 Privatpersonen und 700 Unternehmen, die öffentlich die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, unterstützen. Auch die sogenannten Energiefelder, das sind die örtlichen Gruppen, wo sich Menschen zusammenschließen, um zu sagen, wir wollen die Idee bekannt machen. Wir haben Mitte des Jahres, Mai, Ende Mai war es, glaube ich, die Initiative Rhein-Main gegründet. Diese Energiefelder, auch die nehmen zu. Wir haben mittlerweile 50 Energiefelder in 8 Ländern. Das Ganze ist ja aus Österreich gekommen. Italien, Spanien sehr viel, Deutschland, also insgesamt in Südamerika, auch in Nordafrika gibt es schon kleine Initiativen. Und es gibt weitere Stränge, wo man aktiv werden kann. Also zum Beispiel in dem Pool der Referenten, da gehöre ich dazu. Also Menschen, die sagen, sie wollen die Idee weiterverbreiten, indem sie Vorträge halten und davon berichten. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Ich habe Karten hingelegt mit der Bitte, diese zu nutzen, eifrig zu nutzen, wenn Sie Fragen haben, die aufzuschreiben, dass wir die am Ende gemeinsam diskutieren können. Ja. Der Vortrag ist aufgebaut, dass es zunächst eine recht kurze Analyse gibt, wo wir im Moment stehen. Dann komme ich zum Fundament der GWÖ. Die GWÖ setzt an den kleinsten gemeinsamen Gruppen, ja, schon fast übertrieben an. Das heißt, an jedem Einzelnen, nimmt dann vor allen Dingen auch die Unternehmen ins Visier, lädt sie ein, dabei teilzunehmen. Also die Gemeinwohlökonomie ist keine Initiative, die versucht zu polarisieren zwischen Unternehmen und auf der anderen Seite Arbeitnehmer, sondern die Unternehmen einlädt, bei dieser Idee mitzumachen. Und der dritte Punkt ist der Ansatzpunkt an den Kommunen.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist, das kann man sich sicherlich auch gut vorstellen, der Demokratieaspekt in der Gemeinwohlökonomie. Weil, wenn die Wirtschaft am Gemeinwohl ausgerichtet werden soll, ist natürlich ganz wichtig, sich darüber zu einigen, was ist denn Gemeinwohl. Und das muss ein demokratischer Prozess sein, wo auch immer wieder neu definiert wird, was ist denn Gemeinwohl. Und in der Gemeinwohlökonomie ist es nicht so, dass das einmal festgelegt worden ist, also vorhin von Christian Felber und den Attrakt-Unternehmern aus Österreich erzählt, die haben das sicherlich am Anfang mal beschrieben, aber mittlerweile ist das auch schon wieder weiterentwickelt worden, und zwar von den Menschen, die daran teilnehmen an der Bewegung jetzt. Und es ist die Zielsetzung, dass wenn das Ganze dann richtig zum Tragen kommt, was wir uns ja alle wünschen, wir, die Gemeinwohlökonomler, dass dann in einem Konvent festgelegt wird, was Gemeinwohl ist. Hier sind noch weitere andere Punkte, da komme ich nachher nochmal drauf, die für die GWÖ auch sehr wichtig sind. So, jetzt. Hier, genau. Hier wollte ich wieder hin. Der dritte Punkt, weitere Kernelemente der GWÖ, die eher in einer längerfristigen Umsetzung dann eine verstärkte Relevanz bekommen werden. Also Einkommens- und Vermögensgrenzen. Wie ist der Einfluss in Unternehmen geregelt? Und kurzer Blick auf ein paar Beispiele. Sie können bezüglich der Beispiele, aber auch auf der Internetseite sehr viel detaillierter darüber nachlesen. Also auf unserer Internetseite finden Sie Gemeinwohlberichte von Unternehmen. Da können Sie sich wirklich sehen, wie das konkret geht. Und zum Schluss dann der Punkt, wie geht es weiter? Also wo könnte man auch selber initiativ werden? Wir fangen an mit der Kurzanalyse, wie es heute ist. Das Wirtschaftssystem ist so strukturiert, ist so aufgebaut, dass ein Gewinnstreben vorausgesetzt wird beim Unternehmer. Dem Unternehmer wird vermittelt, du musst nach Gewinn streben, nach maximalem Gewinn. Du musst die Ellbogen ausfahren, dich durchsetzen gegenüber dem Konkurrenten. Das gilt dann auch für jeden Einzelnen. Über diesen Weg, über dieses Verhalten geschieht dann quasi über die unsichtbare Hand, das ist jetzt nicht lächerlich gemeint, über einen Mechanismus, den man nicht direkt sehen kann, entsteht dann das größtmögliche Wohl für alle. Also Gewinnstreben, Konkurrenz, daraus ergibt sich Gemeinwohl. Das ist die Grundlage unseres heutigen Wirtschaftens. Gewinnstreben und Konkurrenz fördern eher folgende Werte und Verhaltensweisen. Ich denke, das ist relativ deutlich. Egoismus, wir werden direkt ja dazu angehalten, uns in dieser Form zu verhalten. Rücksichtslosigkeit, hier, es geht darum, im Wettbewerb als Unternehmen andere Unternehmen zu verdrängen. Mit der Konsequenz, dass wir eine Kosten- und Standortkonkurrenz erleben, das heißt, Unternehmen sind gehalten, qua diesem Systemdruck, möglichst niedrige Löhne zu fordern und durchzusetzen, Steuern, Sozialabgaben und auch bei den Umweltvorschriften mit möglichst niedrigen Regularien auszukommen. Jedes Unternehmen strebt eigentlich letztendlich idealerweise an, dass es allein auf dem Markt sein Produkt vermarkten kann, dann ist der Gewinn am höchsten und damit entsteht natürlich auch ein Übernahmedruck, möglichst andere Unternehmen zu schlucken, und daraus entsteht auch immer wieder dieses Streben nach Wachstum. Auch damit verbunden ist das Risiko der Aushöhlung der Demokratie. Es findet, und ich denke, ich erlebe das sehr stark im Moment, eine Machtverschiebung von der Politik zu Großunternehmen und Lobbyorganisationen, wo vielleicht nicht immer, aber zumindest häufig nicht unbedingt im Sinne von Gemeinwohl Gesetzen und deren Durchsetzung. Das kurz zur Analyse. Kommen wir zum Fundament der GWÖ. Der erste Ansatzpunkt ist jeder Einzelne. Und hier ist die fundamentale Veränderung, dass die Gemeinwohlökonomie den Wert der Kooperation und des Vertrauens auch im Wirtschaften als den Kernwert sehen will. Also nicht nur, wenn wir über Freundschaften und Beziehungen reden, wo uns, glaube ich, allen jetzt nicht unbedingt nach einem egoistischen und auf Wettbewerb bedachten Freund gelegen ist, sondern wo wir eher diese Werte suchen, sondern eben auch im Bereich der Wirtschaft soll dieser
Wertekanon gelebt werden. Jetzt ist aber die Gemeinwohlökonomie nicht der Ansicht, dass das einfach dadurch passiert, dass man nett appelliert und dass wir dann alle Gutmenschen werden. Ich weiß es von mir selber, ich habe eine egoistische Seite, die kommt auch immer mal zum Tragen, und ich kann aber sehr wohl auch mich sozial solidarisch verhalten. Was die Gemeinwohlökonomie fordert, dass der Anreizrahmen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft umgestellt wird auf die Förderung von kooperativen Verhalten. Ja, das war jetzt ganz schnell. Das heißt, die Systemweichen sollen so umgestellt werden, dass diese neuen Werte auch in der Wirtschaft gefördert werden. Wichtiger Punkt ist dabei auch, sich damit auseinanderzusetzen, ob denn dann nicht die Motivation flöten geht. Es gibt viele Untersuchungen dazu, die sagen, Wettbewerb ist sehr wohl motivierend, aber Kooperation, das miteinander zusammen agieren, das ist noch mehr. Also es besteht nicht der Zwang, um erfolgreich wirtschaften zu können, unbedingt den Wert des sich gegeneinander Verdrängens, sich vom Markt zu schießen, in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, nach bisher Streben nach maximalem Gewinn, durch ein Verhalten der Konkurrenz untereinander gefördert, das Anstreben des Wohls aller quasi indirekt zu erreichen, das ist das, was wir nicht weiter befürworten. Wir sagen von der Gemeinwohlökonomie, die Ausrichtung der Unternehmen von uns allen soll direkt auf das Gemeinwohl gesteuert werden, über Kooperation dann zu einem Wohl aller führen. Also ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich wiederhole aber nochmal, es ist nicht einfach dadurch getan, dass wir einen Appell ans Gutmenschsein richten, sondern es sollen die Systemweichen anders gestellt werden. Ja, vielleicht lassen wir das mal einen Moment rutschen. Der wichtigste Ansatzpunkt, der erste Ansatzpunkt bei jedem Einzelnen von uns, aber natürlich dann auch in den Betrieben. Ich habe gesagt, Unternehmen sind für uns Partner, die wir einladen wollen, in der Gemeinwohlökonomie mitzuwirken, diese Konzeption mit voranzutragen. Und Sie haben vorhin ja gehört, im letzten Jahr waren es 60 Unternehmen, in diesem Jahr werden es 400 Unternehmen sein, die selber eine Gemeinwohlbilanz erstellen werden, die also diese Aufforderung angenommen haben, weil sie sagen, der Wert des Gemeinwohls, das ist eigentlich auch unsere Ausrichtung, weswegen wir wirtschaftlich tätig sind. In dem Konzept wird wirtschaftlicher Erfolg neu definiert, nämlich über die Gemeinwohlsteigerung, und dieser Wert, inwieweit dieser Wert umgesetzt wird, wird in der Gemeinwohlbilanz dann auch gemessen. Im Moment haben wir nur die Finanzbilanz. Dort wird gemessen, wie viel Gewinn ein Unternehmen macht, wie viel Geld ein Unternehmen als Überschuss erwirtschaftet, ohne dass man irgendeine Information dabei erhält, unter welchen Bedingungen dies erwirtschaftet worden ist und welches Produkt dabei eigentlich verkauft wurde. Auf dem aggregierten Niveau, also auf dem Level einer ganzen Volkswirtschaft, nehmen wir mal Deutschland, ist das dann die Summe davon? Auch dort wissen wir nicht, wenn wir sagen, das Bruttosozialprodukt ist gesteigert worden, ob das dadurch geschieht, dass mehr Unfälle passiert worden sind und mehr Autos repariert wurden oder weil wir mehr Geld in die vorhin erwähnte Altenpflege gesteckt haben, was sicherlich sinnvoll wäre. Also diese Messgröße ist jetzt schon sehr fragwürdig und wir setzen dagegen Gemeinwohl und das Messen in der Gemeinwohlbilanz. Der Unternehmer soll dann durch geeignete Anreizinstrumente gefördert werden, sich gemeinwohlorientiert zu verhalten. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, die Mehrwertsteuer für gemeinwohlorientierte Unternehmen, die also in der Gemeinwohlbilanz hier gut abschneiden, auf Null zu setzen und für die Unternehmen, die sehr gemeinwohlschädlich agieren, 40% oder 50%. Festgelegt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, soll das Gemeinwohl in einem Wirtschaftskonvent, das heißt, da sind wir dann alle beteiligt, alle Bürger, die gemeinsam festlegen, was Gemeinwohl heißt und wie es dann auch verfolgt werden wird. Ich hatte schon gesagt,
Die Finanzbilanz wird zur Nebenbilanz. Die Hauptbilanz ist die Gemeinwohlbilanz, denn die Unternehmen wirtschaften in der Gemeinwohlökonomie, um das Gemeinwohl zu steigern. Die Gemeinwohlbilanz würde dann dieser Gemeinwohlmatrix folgen. Sie sehen hier die Kriterien, die Werte, die zugrunde gelegt werden. Das sind hier 5 Werte. Einmal die Menschenwürde, zum anderen die Solidarität, die ökologische Nachhaltigkeit, der 4. Wert ist die soziale Gerechtigkeit und der 5. Wert demokratische Mitbestimmung und Transparenz. Diese Werte werden die Unternehmen aufgefordert anzuwenden, umzusetzen gegenüber allen Personengruppen, mit denen sie zu tun haben. Ob das die Lieferanten sind, die Geldgeber, Mitarbeiter, Kunden, aber auch bezogen aufs gesellschaftliche Umfeld. Also auch auf die zukünftige Generation zum Beispiel bezogen. Und auch soll es sich widerspiegeln in den Produkten. Sie sehen hier Zahlen bei diesen 17 Kriterien, diese grünen Zahlen. Das sind Punkte. Ein Unternehmen kann maximal 1000 Punkte erzielen in dieser Gemeinwohlbilanz. Dann wäre es super. Und eben dementsprechend weniger, wenn es in dieser Bewertung noch nicht so weit ist. Es gibt auch Negativkriterien, das heißt, wenn krasse Verstöße gegen die Werte der Gemeinwohlökonomie vorkommen. Nehmen wir ein Beispiel, nämlich das Beispiel der ökologischen Nachhaltigkeit, diesen Wert. Sie sehen hier, da wird bewertet, inwieweit ein Unternehmen dabei dazu beiträgt, Mobilitätsauswirkungen zu reduzieren. Nehmen wir das Beispiel mit der Milch ganz vom Anfang, was ich in meiner Vorstellung hatte. Stellen Sie sich eine Molkerei vor in Süddeutschland, die Milch einfach von ihrem Umfeld bezieht, die kommt besser weg in einer Gemeinwohlbilanz, als wenn ich die Milch, die vielleicht etwas billiger ist, aus Skandinavien oder sonst woher beziehe. Das ist nur ein Beispiel, kann natürlich auch für ganz andere Produkte gelten. Inwieweit ich das ökologische Bewusstsein bei meinen Mitarbeitern weitere fördere oder auch bei den Kunden, auch das fällt mit ins Gewicht beim Kriterium ökologische Nachhaltigkeit. Der Einsatz für strengere Umweltschutzgesetze. Also etwas, was wir vorhin eigentlich gehört haben, was in der jetzigen Ökonomie vom Unternehmen eher gegenteilig versucht wird. Möglichst geringe Grenzwerte. Wir wissen aber von vielen Unternehmern, dass sie eigentlich sehr gerne eine ganze Reihe von diesen Gemeinwohlkriterien leben würden, aber sagen, in der momentanen Systemlandschaft kann ich es nicht machen, damit schmeiße ich mich vom Markt. Wir laden die Unternehmen auch nicht dazu ein, dies jetzt zu tun, sondern wir sagen, versucht das so weit wie möglich umzusetzen und in den Bereichen, wo ihr Notwendigkeiten seht, etwas anders zu tun, als es im Moment für möglich hält, macht darauf aufmerksam, fordert andere Gesetze, geht an die Öffentlichkeit. Das ist das, was die Gemeinwohlökonomie den Unternehmen rät und bei einer ganzen Reihe von Unternehmen rennt man damit offene Türen ein, weil viele Unternehmer durchaus auch sagen, Mensch, das ist eigentlich das, was wir machen wollen, ne? Und bloß wir wollen uns natürlich auch nicht vom Markt schießen. Ja, das ist die Gemeinwohlmatrix. Sie sehen auch hier Version 4.0. Damit will ich einfach nochmal sagen, diese Festlegung, was Gemeinwohl ist, ist etwas, was in Bewegung ist, wo immer die Menschen, die mit dazukommen, auch mit eingebunden werden. Also es gibt jetzt hier schon die 4. Variante, weil das hier einfach mit neu dazukommenden Leuten und aus den Erfahrungen, die man mit den alten Umsetzungsideen gemacht hat, adaptiert worden ist, verändert worden ist. Die Beurteilung geschieht dabei zunächst durch die Unternehmen selbst. Sie machen einen Gemeinwohlbericht, geben sich auch selber Punkte und dann im zweiten Schritt durch unabhängige Gemeinwohlauditoren, sodass das Ganze auch valide ist. Ich habe ganz am Anfang davon gesprochen, dass wir danach streben, dass der Anreizrahmen verändert wird. Das sehen Sie hier. Die gemeinwohlorientierten Unternehmen sollen Vorteile erhalten. Zum Beispiel durch niedrigere Steuern, Zölle, günstigere Kredite, Vorrang beim öffentlichen Einkauf. Das heißt, wenn ein Unternehmen etwas für die Gemeinschaft tut, soll es davon auch einen Nutzen haben. Effekt wäre, fair wird günstiger. Im Moment ist es eher so, dass es sehr viel teurer wird und wir damit auch in die Situation kommen, dass ganz viele Menschen sich Bio-Nahrung
zum Beispiel einfach nicht leisten können. Die müssen sich das billigere Nicht-Bio-Produkt kaufen. Vorteile im Marketing ist der zweite Schritt, den die Gemeinwohlökonomie mit dem Thema Gemeinwohlbilanz verbindet. Kunden können über die Gemeinwohlbilanz auf einen Blick erkennen, wie grün das Unternehmen dem Gemeinwohl ist. Grün jetzt nicht nur im Sinne von Ökologie, sondern einfach im Sinne, wie positiv verhält sich ein Unternehmen bezogen auf das Gemeinwohl und wodurch dann bei Produkten, die ein Unternehmen, was sehr stark Gemeinwohlökonomie handelt, eben mit einem grünen Label und gegenteilig eher mit einem gelben oder roten Label versehen würden. Idealerweise dann im späteren Stadium, dass man einfach nur noch mit dem Handy an den Strichcode gehen muss und dann die Gemeinwohlbilanz sich angucken kann des Unternehmens. Ganz wichtig bei der Gemeinwohlökonomie einfach auch die hohe Transparenz. Das heißt, die Dinge sollen alles auch öffentlich geschehen und damit ist natürlich auch mancherlei an staatlicher Kontrolle einfach nicht mehr in dem Umfang nötig, wenn jedes Unternehmen weiß, dass die Lieferanten drauf gucken können, was hat denn der hier in seiner Gemeinwohlbilanz eigentlich berichtet, die Mitarbeiter drauf schauen können, die Leute, die drumherum wohnen können, sich das angucken können. Damit ist eine Art von Selbstkontrolle eher gegeben, als wenn man das alles schön im stillen Kämmerlein hält. Dritter Ansatzpunkt, die Kommunen nach jedem Einzelnen und den Unternehmen. Das ist der Bereich, wo wir noch am wenigsten bisher wirklich sichtbare Erfolge haben. Die Idee ist einfach, Kommunen als Unterstützer zu gewinnen, dass sie gegebenenfalls die Gemeinwohlbilanz für gemeindeeigene Betriebe erstellen, dass sie Unternehmen in ihrer Kommune dazu auffordern und einladen, nach Gemeinwohlkriterien zu handeln und auch diese Betriebe fördern. Man könnte sich vorstellen, eines kommunalen Gemeinwohlindexes diese Entwicklung vorzunehmen oder einen kommunalen Wirtschaftskonvent einzuberufen. Geben tut es im Moment schon 13 Gemeinden, Gemeinwohlgemeinden Finchgau, die sich auch zu einer Region schon zusammengeschlossen haben, auch in Spanien eine Gemeinde und GWÖ-Betriebe gefördert werden in Wien und Vorarlberg. Allerdings noch sehr, wir wünschen uns da noch etwas mehr an Förderung. Aber immerhin. Ob Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen mit der Unterstützung der gemeinwohlorientierten Wirtschaft jetzt unser Konzept gemeint haben, das weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall ist es doch ein gewisser Trend, der auch hier sichtbar wird. Schüttelt es im Kopf. Das ist wirklich eher unsicher. Also das sind die drei Ansatzpunkte, die wir von der Gemeinwohlökonomie haben, also der Einzelne mit Kooperation statt Verdrängungswettbewerb, die Unternehmen, die wir unterstützen wollen durch einen veränderten Anreizrahmen und damit dazu bringen wollen, gemeinwohlorientiert zu handeln, und die Kommunen, wo wir auch alle aktiv sein können und wo wir sehr deutlich im Moment in manchen Kommunen auch schon merken, dass das Gemeinwohl immer mehr unter die Räder kommt, weil einfach das Steuereinkommen immer geringer wird und die Ausgaben einfach nicht mehr gedeckt werden können. Also das sind die drei Ansatzpunkte. Mitbestimmung in der Gemeinwohlökonomie. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hatte ich vorhin schon gesagt. Man kann sich vorstellen, dass man mit der Definition des Gemeinwohls gegebenenfalls auch, wenn es schön von oben kommt oder aus der falschen Richtung vorgenommen wird, auch ziemlich Schindluder treiben kann. Dementsprechend ist das Gemeinwohl zu definieren nach unserer Vorstellung in einem Konvent, in einem Wirtschaftskonvent, der dann nicht ganz so aussehen würde wie hier, das ist, glaube ich, beim Grundgesetz eine der Treffen, sondern der voraussichtlich eine längere Zeit bräuchte, um wirklich auch hier ein Ergebnis zu erzielen, der direkt demokratisch gewählt wäre, also nicht über irgendwelche Parteien, sondern wo auch alle Gruppen in der Gesellschaft mit repräsentiert wären, der, und das ist natürlich ganz wichtig, auch während dieses zweijährigen Prozesses ein intensiver Austausch mit der Bevölkerung stattfindet, wo immer wieder Möglichkeiten stattfinden. Ich könnte mir das vorstellen, so wie hier, ne?
wo dann einer vorne steht und berichtet davon, das haben wir diskutiert, was haltet ihr davon, möglicherweise eben auch wieder mit einer Internetverbreitung, sodass Dinge einfach nicht im stillen Kämmerlein gemauschelt werden können. Danach dann auch die Entscheidung durch die Bevölkerung, ist denn das okay, was dabei rausgekommen ist? Also die Volksabstimmung, Verankerung in der Verfassung und eine Änderung auch nur, zumindest wenn es um gravierende Dinge geht, nur durch die Bevölkerung selber wieder. Also das ist ein ganz essentieller Punkt der Gemeinwohlökonomie. Was Gemeinwohl ist, legen nicht wir, die wir jetzt am Anfang in dieser Initiative sind, fest, sondern das wird immer wieder neu festgelegt durch die Menschen, die davon betroffen sind. Weiterer Punkt, wie gehen wir mit den Staatsbetrieben um, den Versorgungsbetrieben bzw. die immer mehr privatisierten Staatsbetriebe. Unser Konzept ist dabei nicht das Konzept des Staatsbetriebes, auch nicht das Konzept des großen Privatbetriebes, der Aktiengesellschaft. Wir denken, dass da eine so hohe Bedeutung dran hängt, dass dies gemeinsam durch die Menschen bestimmt werden soll, die davon betroffen sind. Und wir sehen dort das Beispiel der Allmende. Unter der Allmende hat man früher verstanden, ganz einfach salopp ausgedrückt, eine Wiese, wo die Bürger selber entschieden haben, wie das funktioniert, dass sie ihre Kühe drauf treiben. Und in dieser Form stellen wir uns auch die Steuerung dieser Unternehmen vor. Dass der Trend in die Richtung geht, zumindest im Energiebereich, sieht man hieran, wie das Ganze funktionieren soll, also eben auch demokratisch, sehen Sie hier. Das heißt insgesamt, die Demokratie soll erweitert werden. Selbstverständlich gibt es weiter die bisherige Säule, nämlich die repräsentative Demokratie quasi als Hauptbühne, aber eben ergänzt um die direkte Demokratie, also mit Volksabstimmungen, mit Abwahlrechten und eben nicht nur den Wirtschaftskonvent, sondern man könnte sich auch für andere wichtige Themen Konvente vorstellen, wo die Bevölkerung darüber entscheidet. Regionale Konvente, nationale Konvente. Eben nicht, so wie wir es im Moment erleben, wie in Europa, ich jedenfalls den Eindruck habe, ganz viel entschieden wird, ohne dass wirklich die Bevölkerung erstmal kapiert, was das eigentlich ist, was das für Auswirkungen hat und zweitens schon gar nicht daran beteiligt wird und dabei mitreden kann. Die dritte Säule, die partizipative Demokratie, da ist der Gedanke, dass die Mitwirkung stetig sein soll von uns allen und dass wir dies tun können, zum Beispiel in diesen demokratischen Elementen, oder aber auch in einem Beteiligungshaushalt. Manche von Ihnen werden das schon kennen, wo man in den Kommunen gemeinsam darüber berät, mit allen Bürgern, mit Vorschlägen der Bürger, wie denn Geld verwendet werden soll. Als Fundament ist dafür natürlich notwendig, dass wir alle unserer demokratischen Verantwortung mehr gerecht werden und es ist auch ein Engagement der Einzelnen erforderlich. Ja, das war der dritte Punkt. Wir kommen zu weiteren Kernelementen der GWÖ. Im Moment haben wir eine Einkommensspreizung, die ja aus meiner Sicht recht krass ist. Also nicht gleich in allen Ländern, aber doch sehr heftig. Und mich würde es interessieren, was Sie zu dem Thema sagen. Sollen wir das weiter so lassen? Sollen wir dort eine Begrenzung vornehmen? Sollen wir das Mindesteinkommen in Relation zu einem Höchsteinkommen setzen? Was wäre denn eine vernünftige Zahl aus Ihrer Sicht? Irgendjemand eine Idee? Zehnfache? Okay. Anderer Wert noch? Ja? Bitte? Abschaffung des Geldes? Okay. Gut. Dann, also das heißt, nach Bedürfnissen würde ich dann das interpretieren. Okay, gut, das ist nochmal ein Schritt weiter. Die Gemeinwohlökonomie sieht in der momentanen Fassung vor, dass Einkommen begrenzt werden sollen auf das Zehnfache des Grundeinkommens. Das hieße, wenn das Grundeinkommen 1.000 Euro wäre,
wäre es ein monatliches Einkommen von 10.000 Euro, wir dann sagen würden, der Rest wird sozusagen weggesteuert. Und wir sehen auch eine Begrenzung von Privatvermögen und vor allen Dingen auch Erbschaften als eine sinnvolle Maßnahme. Warum ist uns das wichtig? Also zum einen natürlich, weil man mit diesem Geld natürlich etwas fürs Gemeinwohl tun kann. Zum zweiten aber auch, weil wir doch durchaus deutlich erleben, dass mit Vermögen, die teilweise in die 2-3-stelligen Millionen oder auch Milliardenbeträge schon hineingehen, die politischen Machtverhältnisse etwas auf den Kopf gestellt werden. Wenn einzelne Firmen und Bürger wichtiger, mehr Einfluss haben können als ganze Staaten, dann ist es möglicherweise mit unserer Demokratie, ich mir vorstelle, ein Kopf, eine Stimme, de facto nicht mehr ganz so gut gestellt. Und da denken wir, dass eine Begrenzung des Einkommens, sehr wohl des Einkommens und des Vermögens, sehr wohl Recht auf Einkommen, aber mit einer Begrenzung sinnvoll wäre. Gewinn soll auch nicht mehr Ziel von Unternehmen oder Volkswirtschaften sein, sondern soll wieder Mittel werden. Geld soll wieder dazu dienen, wo es ursprünglich mal im ersten Schritt erfunden worden ist, nämlich als Mittel zum Zweck, genau. Müssen wir jetzt mit Feuer rechnen oder hat sich ausgefallen, war nur ein armes Mittier. Gut. Also, der Gewinn darf verwendet werden für Investitionen, wo wir natürlich wir uns wünschen, dass der Schwerpunkt auf dem sozialen, ökologischen Mehrwert liegt, für Kreditrückzahlungen, für Rücklagen, für Ausschüttungen an Mitarbeitende und für zinsfreie Darlehen an Mietunternehmen. Also in einer späteren Vorstellung von Gemeinwohlökonomie gäbe es keinen Zins mehr. Je größer die Unternehmen werden, desto wichtiger erscheint uns, dass diese nicht allein von den Eigentümern kontrolliert werden, mit einer gewissen Mitsprache der Arbeitnehmer, wie ich es im Moment erlebe, sondern dass hier die Allgemeinheit insgesamt ein klares Mitspracherecht bekommt, zum Beispiel ab 250 Beschäftigten von 25%. Das wäre ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig erscheint, damit die Unternehmen hier in einem Sinne sich bewegen, dass eben das Allgemeinwohl gefördert wird. Ja, das waren im Groben der Inhalt der Gemeinwohlökonomie. Ich zeige Ihnen noch ein paar Beispiele. Sie sehen hier ein kleineres Unternehmen aus der Textilbranche, die organische Textilien herstellen, im Fairtrade-Bereich aktiv. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon in irgendeiner Form in bio-öko-genossenschaftlichen Aktivitäten aktiv sind, weil das natürlich etwas ist, was unseren Vorstellungen am ehesten nahe kommt. Weiteres Unternehmen, HVB, ist im Energiebereich tätig. Das ist ein Computerunternehmen, mit dem Eigentümer habe ich gerade 2-3 Wochen sprechen können. Und es war höchst interessant von ihm zu hören, was sich so ausgelöst hat in seinem Unternehmen, was dort passiert ist, als er mit der Gemeinwohlökonomie, mit seinem Team gesprochen hat und dass in dem Unternehmen schon eine ganze Menge dadurch passiert ist. Also das heißt, dass jetzt schon eine ganze Reihe von Unternehmen diesen Gedanken unterstützen, zeigt jetzt schon Wirkung, einfach dadurch, dass über das Thema gesprochen wird und überlegt wird, wie kann man das bei uns umsetzen. Der Herr Lind, Chef der Sparda Bank, auch mit ihm habe ich gesprochen und auch da war es interessant zu hören, wie insbesondere auf der Management-Ebene das Thema eingeschlagen hat, weil er hat ja auch nicht nur Mitarbeiter jetzt, die den Kunden direkt betreuen, sondern auch Führungskräfte. Und es war auch interessant zu hören, dass er es bisher noch nicht geschafft hat, seine Kollegen, es gibt ja Sparda Banken nicht nur in München, sondern auch in Nürnberg, Frankfurt etc., davon zu überzeugen. Also da ist auch noch ein Stück zu tun. Wie geht's weiter? Die GWÖ ist eine
Bewegung, also keine Partei, sondern eine Bewegung, die sehr stark wächst. Das hatte ich vorhin schon mal deutlich gemacht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Wie Sie auch, wenn Sie Lust haben, Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich engagieren können, sich betätigen können. Also zum Beispiel als Unterstützer sich auf der Website einzutragen. Wenn Sie ein Unternehmen haben, sich auch zu überlegen, möchte ich dieses Unternehmen an der Gemeinwohlökonomie orientieren. Da steht was von Pioniergruppe. Das sind bei uns Gruppen von Unternehmen, die sich gemeinsam mit dem Thema auseinandersetzen und überlegen, ist denn Gemeinwohl diese Orientierung, ist das das Richtige für mich? Man kann einem regionalen Energiefeld beitreten, also der Gruppe Rhein-Main ist, glaube ich, die nächste. Bad Honnef ist, glaube ich, dann im Norden das nächste. Wie weit ist das weg? 70, weiter als Frankfurt. Okay. Oder eben gegebenenfalls auch eins selber gründen. Also diese Energiefelder steht für eine lokale Gruppe, wo diese Idee weiter verbreitet werden soll. Einen kommunalen Wirtschaftskonvent veranstalten, einfach davon berichten oder vielleicht hier auch noch weiter verbreiteter, als ich selber kenne, in Facebook oder in der Fanseite beitreten. Ja, das war's von meiner Seite. Das war vielleicht sogar ein bisschen schneller als die angedrohten 50 Minuten. Wir haben jetzt, habe ich verstanden, 15 Minuten Pause. Und dann, gesehen, da sind schon eifrig Kärtchen geschrieben worden. Ich hoffe, auch aus dem Netz kommen noch ein paar Fragen. Herzlich willkommen und ich hoffe, wir kommen dann in eine gute Diskussion. Vielen herzlichen Dank und bis gleich dann. Jetzt gehen wir in die Diskussionsrunde. Also wir haben eine Moderation, eine Moderatorin quasi am Start. Das ist die Susanne. Und ja, die wird ein bisschen versuchen, falls die Diskussion ausufern sollte, das wieder zurückzuführen in geregelte Bahnen. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Wie wir das jetzt mit den Kontakten aus Mumble machen, würde ich sagen, einfach mal dann versuchen, dazwischen zu rufen. Das kriegen wir dann schon irgendwie geregelt. Einfach mal gerade was sagen aus dem Mumble, ob wir das auch hier hören. Ja, wie wir hören, hören wir nichts. Basti nicht mehr da. Kevin Kostner haben wir noch da. Hört man uns im Mumble? Ich höre euch, ja. Wunderbar, super. Und dann, würde ich sagen, wer Fragen hat, legt einfach los. Ja, hallo, ich bin Susanne, nochmal ganz kurz. Ich wollte nur kurz sagen, wir haben diesmal nur ein Mikro. Das hat Vorteile und Nachteile. Das heißt, es kann nicht einfach wüst durcheinander gerufen werden mit verschiedenen Mikros. Ich werde das Mikro immer weitergeben. Also wenn jetzt nicht natürlich gerade zwei nebeneinander sitzen, ansonsten werde ich das Mikro weitertragen. Und ich wollte jetzt gerade nochmal den Jörg fragen, wie ist es dir denn am liebsten? Soll denn jeder erstmal nur eine Frage stellen oder soll man mehrere Fragen zusammenpacken? Wie ist dir das am liebsten? Okay, wer möchte denn anfangen? Nein? Hallo? Ja. Ja. Und niemand fragen? Franz hat Fragen natürlich. Was heißt denn natürlich? Erstmal vielen Dank. Super toller Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Wir waren vor knapp 4 Wochen bei dem Thema Postwachstumsgesellschaft, wo ich einige Parallelen drin erkannt habe und auch sehe, was ich toll finde. Zu Ihrer Eieruhr, ein tolles Symbol. Ich sehe das also so, dass die politische Uhr in Deutschland 5:05, nicht 5:12 ist, um irgendwas zu bewegen und zu ändern und zum Gemeinwohl etwas dabei beizutragen. Dann hatten Sie Demokratie erweitern gesagt. Und da habe ich eine wichtige Frage an Sie. Glauben Sie oder denken Sie,
dass wir zurzeit in unserem System noch eine Demokratie haben? Oh, ich denke, das ist ein breiter Begriff. Also ich denke, dass wir sehr wohl, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Russland gucken, hier andere Verhältnisse haben. Das heißt, wir können uns sehr wohl offen äußern. Wir können auch wählen, Parteien wählen. Aber ich erlebe es so, dass es für mich zumindest nicht wirklich sehr viel Alternativen gibt, die für mich in Frage kommen, die ich wählen kann. Also insofern sehe ich schon eine Einschränkung. Und eine zweite große Einschränkung sehe ich von der Situation der europäischen Einigung kommend, wo ich sehr stark für einen Wegfall des Nationalen plädiere, aber wo ich auf der anderen Seite mir vorstelle, dass das nicht nur in einem freien Kapitalverkehr mündet, sondern dass wir uns auch damit beschäftigen, wie im sozialen Bereich, wie gewisse Grundmindestregularien in Europa gelten und dieses in einem demokratischen Prozess vollziehen. Und ich habe den Eindruck, dass es nicht möglich ist, wirklich für die Masse der Bürger überhaupt mal zu verstehen, was sich dort abspielt und geschweige denn Einfluss zu nehmen. Und das würde ich schon für eine Notwendigkeit halten, damit demokratische Verhältnisse wirklich auch gelebt werden. Demokratie lebt von Verantwortung übernehmen und Demokratie lebt vom Mitmachen. Deswegen sind solche Vorträge, die Sie halten, super, super toll. Und die Verbreitung muss so schnell wie möglich gehen, weil ich denke, dass wir die letzten 40, 50 Jahre ganz einfach nicht offen und transparent zur Demokratie beigetragen haben und dass einiges an uns vorbeiging. Und vorerst tausend Dank. Ich würde gerne an das anschließen, was der Franz vorhin gesagt hat. Es ist eher 5 nach 12 als 5 vor 12. Jetzt haben wir gehört, dass die Gemeinwohlökonomiebewegung noch sehr jung ist. Gibt es denn Leute, die sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, über eine mittelfristige Perspektive? Wir haben gehört, es sind 600 Pionierunternehmen dabei gewesen, die jetzt schon eine entsprechende Bilanz veröffentlicht haben. Es sind mehrere tausend neue Unternehmen dabei. Schwerpunkt ist im Moment Österreich, habe ich verstanden. Und Schwerpunkt der Unternehmen sind kleinere und mittlere Betriebe. Wir hatten vorhin in der Pause ganz kurz gesprochen über Aktiengesellschaften. Im Moment noch nicht vorstellbar, dass da so ein Prozess vor sich geht. Sicherlich möglich, aber im Moment zumindest noch sehr unrealistisch. Wie sind denn Perspektiven jetzt für so ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland mit entsprechend großen Unternehmen, die hier angesiedelt sind? Kann man denn irgendwo eine zeitliche Perspektive erahnen, sag ich mal? Das ist natürlich sehr schwierig und da eine Propedeutik zu wagen. Das hängt sicherlich auch ganz stark davon ab, wie sich die Situation in Deutschland weiterentwickelt. Wir erleben es im Moment, dass ein sehr starkes Interesse an der Gemeinwohlökonomie in Spanien entsteht, was einfach auch dadurch deutlich wird, dass immer mehr Menschen dort erleben, welche starke Einschränkungen die momentane wirtschaftliche Situation dort hervorruft. Und ich denke, davon wird es sehr stark abhängen. Unser Bestreben ist es natürlich, hier möglichst schnell voranzukommen, wobei wir natürlich auch merken, dass wir auch unsere Organisation dabei noch selber gestalten müssen. Das ist natürlich auch noch ein wesentlicher Aspekt. Insofern sind wir natürlich auf der einen Seite sehr froh, wenn wir sehr schnell wachsen, aber wir müssen es auch noch in den Griff kriegen. Wichtig ist, denke ich, dass wir weiter bei unseren Prinzipien bleiben. Und diese Prinzipien sind, dass wir den ganzen Prozess offen gestalten. Das heißt, dass wir einladen zum Mitmachen, zum Mitwirken einladen, sowohl Unternehmen als auch die einzelnen Menschen, die mit dazukommen und zur Mitsprache einladen. Und ich denke, dann kann es schon ein schneller Prozess sein. Irgendwelche Jahreszahlen zu nennen, ist sicherlich aus meiner Sicht wäre schon ein bisschen im Kaffeesatz rühren, ne? Also ich habe
tausende Fragen. Und erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Bitteschön. Was mich jetzt aber irgendwie vorrangig interessiert, ist, jetzt habe ich es vergessen. Einfach zu viel im Kopf bei der Hitze, ne? Genau. Nächste Frage. Es geht viel, oder wir hatten die Frage auch im Raum, wie hoch sollte maximal das, oder wie weit sollte die Einkommen, ja, der Unterschied zwischen Mindestlohn, Grundeinkommen und dem maximalen Lohn sein. Und dann ging es auch noch darum, die Erbschaft und so etwas zu begrenzen. Und da stellt sich mir die Frage, da kommt da nicht ganz schnell das Argument Richtung Enteignung, Sozialismus. Also das sind so jetzt die ersten Ideen, die ich dabei bekomme. Und wie begegnet man denen? Also die Ideen, die Formulierungen kommen sicherlich, vor allen Dingen, wenn dann das Publikum sehr gemischt ist, was dabei ist. Und ich denke, wie man dem begegnen kann, ist natürlich einmal deutlich zu machen, was zum Beispiel Erbschaften eigentlich auf Dauer bedeuten, über mehrere Generationen hinweg ab einem bestimmten Volumen, wenn man sich Erbschaften ab 1 Million vorstellt oder eben die größere Erbschaften, dass das eigentlich etwas ist, wodurch dem Grundsatz auch eines Leistungsprinzips, was wir ja hier eigentlich doch auch immer, gerade diejenigen, die jetzt auch in der Wirtschaft das Sagen haben, immer nach vorne halten und wir damit sehr deutlich machen können, derjenige, der ein Unternehmen erbt, hat jetzt noch nicht unbedingt bewiesen, dass er eigentlich auch der geeignete Lenker für dieses Unternehmen ist und mit der Verantwortung umgehen kann, um das mal auf Unternehmen zu beziehen. Und auch bei hohen Vermögen stellt sich die Frage, warum sollen Menschen mit solchen ungleichen Voraussetzungen in ihr Berufsleben starten? Warum soll man nicht erreichen, dass man zwar sein Einfamilienhäuschen erben darf, aber eben die ganz großen Vermögen doch der Allgemeinheit zu schließen und damit eine gewisse Annäherung in den Chancen zu erreichen und auch wieder im Gedanken, dass man selber sich sein Vermögen erstmal erwirtschaftet, auch wieder mehr Rechnung zu tragen. Das wäre meine Argumentation. Tja, das ist mir genauso passiert. Würde bei diesem Mindest- und Höchstlohn auch so ein Transfer, wie wir in der Fußball-Bundesliga mit 40 Millionen für einen Spieler oder das in Sebastian Vettel irgendwie verhandelt wird zwischen 30 und 50 Millionen, würde das auch darunter fallen, weil dann wäre das eine andere Allgemeinwohlökonomie. Ehrlich gesagt habe ich mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, wie man das einordnen sollte. Persönlich kommt mir immer etwas aberwitzig vor, ich sag's mal auf Deutsch gesagt, Menschen zu handeln. Ist das etwas, was mir insgesamt gegen den Strich geht und sehr seltsam vorkommt. Aber wenn ich jetzt diese Kurve kriege zwischen dem Einkommen von der Frau Merkel, die das Land Bundesrepublik Deutschland vertritt und eine Aufgabe und eine Verantwortung genommen hat, und einem Bundesligaspieler, der 90 Minuten über den Platz läuft, falls er läuft und keine Bänderrisse oder sonst was hat, da ist halt die Spanne auch, die passt nicht. Aber kurz. Stimme ich zu. Gut. Die letzte Frage ist, sind Sie schon mal eingeladen worden von irgendeinem der etablierten Parteien, CDU, SPD, FDP, Grünen? Also ich persönlich auf jeden Fall noch nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Christian Felber in Österreich durchaus auch in kontroversen Diskussionen sich präsentiert hat, auch mit der Presse, inwieweit jetzt mit Parteien. Aber es gibt durchaus zum Beispiel Grüne Gemeinderäte, die sich in der Richtung interessieren und dafür offen sind. Okay, vielen Dank. Nur eine ganz kurze Frage. Seit wann ist die Bewegung in Deutschland aktiv? In Deutschland, das kann man nicht so genau sagen, ne? Also ich weiß nicht, wann ist das erste Energiefeld, also die erste
Gruppe in Deutschland gibt, ich glaube so, ich schätze mal letztes Jahr, vielleicht auch 2 Jahre, das kann ich gar nicht genau sagen, ne, wann die erste Gruppe entstanden ist. Ich schätze mal 2 Jahre in etwa. Nur eine Verständnisfrage. Sie hatten vorhin diese Matrix gezeigt, nachdem das Gemeinwohl gemessen wird. Mhm. Wie kommt diese Gewichtung zustande und wie wandelbar ist sie? Also die komplette Gemeinwohlökonomiebewegung inklusive ihrer Werte kommt im Moment durch die Menschen zustande, die dort mitwirken. Und so soll es auch zukünftig bleiben. Das heißt, es wird nicht bei dieser Matrix bleiben, sondern je nachdem, welche Menschen daran mitwirken, wird sie sich auch verändern. Das ist also ein ergebnisoffener, demokratischer Prozess, wo wir versuchen natürlich, die Werte, die wir sehen, in den Vordergrund zu stellen. Aber letztendlich kann die Bewegung nur erfolgreich sein, wenn die Mehrheit der Bevölkerung irgendwann dahinter steht. Das heißt, diese 5 Werte müssten dann eben auch von der Bevölkerung mitgetragen werden. Das heißt, wir müssten, wenn wir diese gerne oben stehen haben wollen, müssten wir damit überzeugen. Heißt also basisdemokratischer Prozess im Grunde genommen, der jetzt schon gelebt wird. Ja. So, sind noch Fragen? Sieht ruhig aus. Aha, ja. Ich könnte vielleicht noch einfach eine Stellungnahme abgeben. Eine Frage direkt ist es vielleicht nicht. Ist, glaube ich, auch okay, ne? Ja, ich komme halt aus der Ökologiebewegung, habe also meinen Hof hier vor 30 Jahren umgestellt auf ökologische Landwirtschaft. Ja. Und das war so der Ansatz ähnlich. Auch das Gemeinwohl jetzt eben ein bisschen mehr begrenzt auf landwirtschaftliche. Aber auch, es waren irgendwo so Kristallationspunkte, die sich da gebildet hatten, wo sich Bauern getroffen haben. Und dann auf einmal ging es halt wirklich los, obwohl mittlerweile ist es ja immer nur noch 5% oder so der Bauern, die überhaupt ökologisch wirtschaften. Aber wir werden mittlerweile auch im ganz normalen landwirtschaftlichen Wochenblatt seriös aufgeführt und werden nicht mehr belächelt wie am Anfang. Also insofern hat da schon eine Entwicklung stattgefunden, aber gesamtgemeinschaftlich so ist es halt doch noch sehr, sehr gering. Ja. Auch wenn man das dann vergleicht, wie viele Leute gern ökologische Produkte kaufen wollen und wie viel es dann im Endeffekt tun, also diese Spanne ist ja schon immens. Ja. Wenn dann 80-90% der Leute das gerne würden, so nach Umfragen, aber wenn halt nur 5% des Lebensmittels einzeln haben, das überhaupt nur ökologisch gehandelt wird, dann sieht man halt, dass da doch eine gewaltige Spanne ist. Und ähnlich sehe ich das halt auch mit dieser Gemeinwohlökonomie, dass der Ansatz ist gut und hoffentlich wächst es, aber ich würde es jetzt so ein bisschen pessimistisch auch sehen, dass es also nicht Fuß fasst im Großteil der Bevölkerung, weil einfach die Leute auch nicht entsprechend darauf hin erzogen werden. Das ist einfach so in Menschen drinsteckt, immer mehr, immer weiter, immer größer, immer mehr verdienen und dann sagen, nur sich das Gemeinwohl verpflichten, das ist noch nicht so drin bei den Leuten. So, ich dann erst. Aber genau darum geht es, glaube ich, dass wir, ich weiß gar nicht, Energiefelder hast du es genannt. Ja. Also ich glaube, genau darum geht es halt, dass wir das, wenn uns das gefällt, was der Jörg uns gerade vorgestellt hat, dann müssen wir das weitertragen. Also ich meine, zum einen sind wir zwar hier auch im Kontext der Piraten so, und das, denke ich, ist auch wichtig, dass man da eine Unterstützung halt im parlamentären System halt hat. Aber du hast es auch zu Anfang, jeder Einzelne ist natürlich aufgerufen, wenn ihm das gefällt, da entsprechend mitzuwirken und das voranzutreiben. Und das ist meine Hoffnung, die ich da reinsetze. Ja, das ist auch, was ich mich frage, wie man das also breit in der Bevölkerung verankert oder wie man durchsetzen kann, dass dieses System nicht eine kleine Nische bleibt, sondern als das Wirtschaftssystem, als das leitende Wirtschaftssystem etabliert wird.
ich denke, es gibt im jetzigen, so wie wir es jetzt haben, eine ganze Menge Leute, die eine ganze Menge Macht haben und die nicht wollen, dass sich was ändert. Es ist ähnlich, vielleicht, er hat die Ökologie als Beispiel gebracht. Man kann den fairen Handel sehen. Da hat sich ja viel entwickelt in den letzten Jahren auch und der Anteil wird immer ein bisschen größer. Aber verglichen am Gesamtsystem ist es, glaube ich, weniger als 1% oder so. Und man will ja, es ist vielleicht möglich, hier und da an einer kleinen Stellschraube mal was zu ändern, aber man will ja quasi das ganze System vom Kopf auf die Füße stellen. Und wie setzt man das durch? Also nur mit ein paar kleinen Energiequellen oder so ein paar kleine versprengte Gruppchen, die hier jetzt sitzen, davon erfahren? Das ist so meine Unruhe ein bisschen. Wie kriegt man das? Ich denke, die allermeisten Leute, die davon hören, werden davon überzeugt sein, weil es ist einfach, es spricht den gesunden Menschenverstand. Es ist einfach logisch und es laufen momentan so viele Sachen, die sind so unlogisch und trotzdem, also ja, einfach, was kann man tun, um es durchgesetzt zu kriegen? Wenn ich ganz kurz auf die Frage antworten darf, da ich aus dem Friseurhandwerk komme, hat man bei uns immer gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Und das, was der Marc eben gesagt hat, geht raus und verkündet es und redet drüber und tue Gutes und redet drüber. Das ist ein Zitat von jemandem, ich weiß nicht von wem, aber das ist ein gutes Zitat. Was mir eben bei der Analyse, bei der Kurzanalyse gefehlt hat, und das ist auch wieder in Verbindung zu bringen, wenn ich die Bürger aufkläre und die Bürger versteht das, also ich versuche mal so ein bisschen zurück zu, seit einem halben Jahr bin ich jetzt auch bei den Piraten und versuche mich in der gesamten Wirtschafts- und Finanzpolitik so ein bisschen zu belesen, um reinzukommen. Wichtig war mir dabei die Wissensmanufaktur. Dort habe ich gestern Abend noch vom Herrn Sachsteller einen sehr, sehr tollen Bericht gesehen, was mir weitergeholfen hat. Aber was ich sagen möchte ist, je mehr ich mich mit dem ganzen System als Friseurmeister in Anführungszeichen beschäftige und lese, umso unzufriedener werde ich. Weil es gibt so viele Fragen, auf die ich keine Antwort bekomme. Und ja, und das ist momentan auch in unseren, bei den Bürgern zu mitzuerleben, angefangen mit Stuttgart 21, dann kam die Occupy-Bewegung, dann kam die ACTA in Frankfurt, also die Leute gehen auf die Straße, der Zeitpunkt ist reif. Deswegen so oft und so viel und so mit vielen Menschen reden über diese gute Sache schlechthin. Und noch als abschließende Punkte, bei dieser Kurzanalyse, die ich eben gesehen habe, hatten einfach dieser jährliche Wachstum, dieser Druck auf den jährlichen Wachstum. Wir müssen Wachstum schaffen, wir müssen mehr sein. Ja. So, wenn ich aber dem Bürger erkläre, dass ich den Wachstum nur brauche, um die Zinsen meiner Altlasten abzudecken und damit noch nicht mal einen Teil der Hauptschuld damit abdecke. Ja, entschuldige, Marc, du wolltest was dazu sagen? So, danke. Genau, dann würde ich sagen, antwortet Jörg erstmal und dann nochmal der Marc. Also es ist ganz verständlich, dass sich natürlich sofort die Frage stellt, das ist hier ein sehr konsequenter Wandel. Ich erinnere an die Umfrage, das Bedürfnis ist auch da nach einem grundsätzlichen Wandel, aber natürlich ist auch die Sorge da, wie kann denn das funktionieren? Was kommt danach? Funktioniert das? Zweitens können wir es durchsetzen. Was mich dabei zuversichtlich stimmt, ist an dem Konzept einmal, dass es die Möglichkeit gibt, jetzt anzusetzen und sofort was zu tun, nämlich für alle Unternehmen. Die können jetzt schon im Rahmen dieses jetzt bestehenden Wirtschaftssystems agieren. Die können schon was unternehmen. Wir können auf sie zugehen. Wir können die Idee verbreiten. Wir können auch untereinander schon überlegen, wie man diese Werte leben kann. Und was es aber trotzdem eben auch gibt, ist ein Gesamtkonzept. Ein Gesamtkonzept, was wie die Wirtschaft insgesamt aussehen soll. Und ich denke, wenn ich vom mit dem biologischen Landbau, da denke ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber in diesem Thema biologischer Landbau war nicht mit integriert automatisch auch ein wirtschaftliches Gesamtkonzept. Und das unterscheidet
das Konzept der Gemeinwohlökonomie von vielen anderen Konzepten. Es ist, was wir nennen, möglich, jetzt den Anschluss zu finden. Man kann konkret auf Unternehmer zugehen, erntet dort in vielen Punkten Übereinstimmung. Viele Unternehmer möchten nicht nur wirtschaften, um Geld rauszuziehen, sondern auch, um etwas zu bewirken. Man kann jetzt auf Menschen zugehen, die sagen, Mensch, Kooperation im wirtschaftlichen Miteinander, das zieht mich an, das entspricht mir mehr. Und man hat aber auch eine Gesamtkonzeption, die viel weiter geht. Wenn man sich das Almenten-Konzept anguckt, wenn man sich anguckt, dass die Gemeinwohlökonomie irgendwann auch die Abschaffung des Zinses vorsieht, wenn wir das Thema der Einkommensgrenzen vorsieht, nicht nur eine Vermögensabgabe, die jetzt, denke ich, sehr zu Recht gefordert wird, sondern eine dauerhafte Veränderung dort, dann sieht man, dass da an ganz vielen auch umfassenden Stellschrauben gedreht wird. Das heißt, jetzt eine Möglichkeit, was zu tun, aktiv zu werden und sich zu engagieren, das ist natürlich auch nötig. Wenn ihr euch daran erinnert an dieses Bild, mehr Demokratie, da war unten auch aufgeführt, Verantwortung übernehmen, Initiative zeigen, das ist sicherlich etwas, was mit dazugehört. Die Gemeinwohlökonomie sieht vor, dass es zu einer Arbeitszeitreduzierung kommt, die aber nicht im ersten Sinne dazu genutzt wird, dass wir uns jetzt alle in Mallorca treffen, sondern damit Zeit besteht für solche Aktivitäten und solche Initiativen, auch um sich dort einzubringen. Und das sind Dinge, die mich zuversichtlich stimmen. Und auf der anderen Seite sage ich einfach auch, Mensch, ich sehe die momentane Entwicklung in so einem, ich sag's fast irrsinnigen Maßstab daneben laufen, dass ich sage, irgendwas muss ich doch jetzt im Moment machen. Und da ist mir die Gemeinwohlökonomie das, was mir wirklich am überzeugendsten und am rundesten als Gesamtkonzept im Moment erscheint. Und deswegen sage ich, selbst wenn ich am Ende nicht genau weiß, ob wir es schaffen werden, inwieweit wir uns durchsetzen, es ist es mir wert, mich zu engagieren, mich dort einzubringen. Es zeigt auch jetzt schon erste positive Erfolge, indem in den Unternehmen einfach im Kleinen auch darüber jetzt schon gesprochen wird, da agiert wird. Und was mir auch gut gefällt, dass die Bewegung auch in sich Prinzipien des Umgangs miteinander, dass darauf Wert gelegt wird. Also dass dort eben auch das, was wir eigentlich gefordert haben, Demokratie, mehr Möglichkeit für jeden Einzelnen, sich einzubringen, auch schon, und ich erlebe es auch durchaus gut strukturiert und organisiert, gelebt wird. Und wenn wir das weitertragen können, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Bis wann, das weiß ich auch nicht. Also ich teile diese Hoffnung und ich denke, dass was wir heute gesehen haben, ist nur, in Anführungszeichen, die Spitze des Eisbergs. Und du konntest uns auch nur so den groben Gedanken quasi umreißen. Ja, und was bei mir jetzt haften geblieben ist, und du hast es eben auch nochmal angesprochen, ist, dass wir eigentlich hier einen Paradigmenwechsel dann brauchen. Ja, also das ganze wettbewerbsgetriebene, konkurrenzgetriebene Wirtschaft wird komplett karikiert, ad absurdum geführt und quasi in ein kooperationsbereites Miteinander überführt. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, in den Köpfen der Menschen ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es mit Kooperation wesentlich weitergeht als mit Konkurrenz. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Komponent. Ich würde da gerne kurz ein bisschen was dazu sagen, weil das häufig so klingt, wie wenn das so völlig unmöglich wäre. Aber wenn ich mir einfach doch auch mal gewisse Dinge angucke, wo ich jetzt erlebe, dass in vielen wirtschaftlichen Situationen in unserem System es gar nicht um Wettbewerb geht. Wenn ich mir angucke, die großen Banken, die entziehen sich ja gerade dem Wettbewerb. Denn im Wettbewerb müsste ich als eine Großbank, genauso wie eine kleine Bank, auch vom Markt verschwinden können. Das ist aber gerade überhaupt nicht der Fall. Eine große Bank ist durch die Forderung, wettbewerbsfähig zu werden, so groß geworden, dass wir sie jetzt nicht mehr loswerden können, ohne uns selber mit in den Abgrund zu bringen. Und das ist ein Beispiel, wo ich erlebe, dass dieses Thema Wettbewerb, was ganz nach oben gehalten wird von denjenigen, die im Moment sagen, wir müssen so weitermachen, wir müssen den Markt völlig allein hier agieren lassen,
da wird doch deutlich, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Das Zweite ist, es gibt sehr viele, also es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen und darüber gibt es eine Gesamtuntersuchung, die Auswertung liefert, dass in keiner dieser Analysen Wettbewerb ein effizienteres Mittel war als Kooperation. Im Gegenteil, Wettbewerb ist motivierend, aber Kooperation motiviert mehr. Und wenn ich mir, ich war 25 Jahre in Unternehmen tätig, wenn ich mir einfach angucke, wie das innerhalb der Unternehmen läuft, eine Abteilung, wo die Kollegen untereinander im Verdrängungswettbewerb stehen, das ist der Horror und da kommt gar nichts dabei raus. Also innerhalb der Unternehmen wünschen sich die Unternehmer selber auch, dass wir nicht unbedingt hier alle gegeneinander rennen und uns nur im Wettbewerb sehen und gegeneinander vor allen Dingen im Verdrängungswettbewerb sehen, sondern da wird Kooperation erwartet. Und wenn das funktioniert, kommt auch was Gutes dabei raus. Und da wird erwartet, dass man sich auch längerfristig für ein Unternehmen engagiert. Das wird immer ganz, ganz wichtig auch in den Unternehmenskennzahlen gehalten. Wie lange sind denn die Menschen in den Unternehmen? Auf der anderen Seite wird aber im Moment ganz deutlich, dass die Eigentümer, nämlich die Kapitaleigner, sich mittlerweile für die Unternehmen nur noch ganz kurzfristig entscheiden. Die kaufen ihre Aktien, warten, bis sie in die Höhe gegangen sind, hoffen, den richtigen Moment zu erwischen und dann verkaufen sie wieder. Also ich habe da schon einen deutlichen Widerspruch. Und ich erlebe, wie gesagt, habe es 25 Jahre lang erlebt, dass Kooperation dem Unternehmen viel mehr gedient hat als dieser Wettbewerb. Und wenn man sich, und das ist vielleicht ein bisschen Utopie, aber die ganze Welt als ein großes Unternehmen vorstellt und sagt, die ganze Welt ist eigentlich das, worum es geht. Jetzt fangen wir erstmal bei Deutschland an. Unternehmen Deutschland gibt es ja, glaube ich, auch. Auch dort würde ich mir dann wünschen, dass man kooperiert und mit dem Prinzip der Kooperation möglicherweise viel besser aussieht als mit dem Thema Verdrängungswettbewerb. So, jetzt ist das Mikrofon noch an. Ja, ich hatte noch eine ganz andere Frage und zwar, wenn ich das Thema mit der Gemeinwohlökonomie sehe, dann ist das ja, ich sage jetzt mal, eine ganz große ethische Frage. Und in Deutschland gibt es anscheinend in letzter Zeit den Bedarf, dass die Menschen, die Geld, ich sage jetzt mal, sparen, anlegen oder einfach nur Konten brauchen, die wollen das Gefühl haben, dass das in ethischen Händen ist. Das heißt, es gibt inzwischen drei oder mehr Ethikbanken. Da ist eigentlich meine Frage zur Vernetzung. Gibt es da schon Berührungspunkte zwischen der Gemeinwohlökonomiebewegung und den Ethikbanken? Es gibt Kontakte, also die GLS-Bank ist ja eine der Banken davon, die ist auch als Unterstützer auf unserer Website. Also insofern ist ein Kontakt da, auch wenn sie die Gemeinwohlbilanzgruppe mal bisher nur noch nicht gemacht haben. Okay, danke. Ich würde die Diskussion gerne nochmal auf die politischen Aspekte zurückführen. Sie hatte vorhin schon die Punkte angesprochen. Es ist hier von Seiten der Bewegung ein umfassender Umbau der Ökonomie angegangen worden. Der Marx hat es Paradigmenwechsel genannt. Es geht um die Umverteilung von Vermögen. Es geht um die Abschaffung von Zinsen und da geht es bestimmten Leuten dann damit gehörig an den Kragen, jedenfalls dann, wenn diese Bewegung breiter wird und sich anschickt, sich durchzusetzen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass diejenigen, die weltweit das Geld in der Hand haben und die Macht haben, das zulassen werden. Deswegen erhebt sich natürlich die Frage, wie kann eine solche Bewegung denn von politischer Seite unterstützt werden? Denn ich sehe im Moment nicht, dass Politik einen solchen Paradigmenwechsel wünscht. Und um nochmal auf das einzugehen, was Sie vorhin gesagt haben, mit den Unternehmen, die selber Kooperation wollen, das entspricht nicht meinen Erfahrungen aus dem Arbeitsleben, dass Geschäftsleitungen
Kooperation unter ihren Mitarbeitern fördern. Ich sehe eher das Gegenteil. Also das waren, glaube ich, jetzt zwei Fragen. Dass Vorgesetzte Kooperationen unter ihren Mitarbeitern teilweise nicht fördern, das kenne ich auch. Aber die Frage ist dann, was in den Abteilungen passiert, wo man das richtig, wo Vorgesetzten das so richtig ausleben, dass es dort eine Kooperation gibt. Meine Erfahrung ist, dass dort, wo Kooperation und im Team stattfindet, dass dort das Ergebnis auch ein besseres ist. Und ich glaube, das können wahrscheinlich eine ganze Reihe von Ihnen, ja, diese, also, zweite Punkt ist, wünschenswert ist und erstrebenswert ist, wenn auch auf der politischen Ebene das Konzept bekannt wird und wir freuen uns über Unterstützung. Was wir nicht erwarten und was wir auch gesetzt wird mit irgendeinem Parteiprogramm. Ich, dass diese Seiten unterstützt wird und sozusagen auf eine Partei konzentriert wird, dass dies sofort den Reflex bei anderen auslöst, weil sie irgendwas der Partei nicht am Hut haben, auch das Konzept zu sein. Dementsprechend freue ich mich persönlich, wenn dort eine Unterstützung erfolgt, aber erstrebenswert erachtet, nicht gesetzt wird, Gemeinwohlökonomie raten oder wie auch immer. Okay, ich glaube, wir haben ein kleines technisches Problem, und zwar geht die Batterie, glaube ich, aus von dem Funkmikro von Jörg. Dann. Ja, wir können dich aber nur so auch im Stream hören, das heißt, du musst es anbehalten. Halt das andere Mikro, oder? Oder wir geben immer das Handmikro dann auch. Ja, geben Sie mir recht, wenn ich denke, dass mit der Einführung des BGEs, also des bedingungslosen Grundeinkommens, ein großer Schritt auf die Gemeinwohlökonomie zugegangen würde. Oder wie steht die Allgemeinwohlökonomie zu dem Thema BGE, bedingungsloses Grundeinkommen? Ich denke, die GWÖ hat mit sehr vielen Alternativen und Konzepten solidarischer Ökonomie, Regio, Banken etc. eine gute Möglichkeit, zusammenzukommen und gemeinsam zu agieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird eigentlich in dem Konzept, wie die GWÖ es sich vorstellt, am Ende gar nicht mehr nötig sein. Denn es wird allen Menschen die Möglichkeit bieten, auch sich entsprechend ihrer Vorstellungen einzubringen. Aber grundsätzlich ist gegen bedingungsloses Grundeinkommen nichts einzuwenden und es wäre sicherlich in der momentanen Situation zu erwägen. Ne? Aber es kommt auch auf die Ausgestaltung und Konstellation drauf an. Ne? Ich knüpfe einfach nochmal an meine Frage von vorhin an, weil das ist jetzt auch schon mehrfach aufgetaucht. Ich habe es Paradigmenwechsel genannt und die Ingrid hat es nochmal sehr schön ausgeführt, dass da natürlich auch gewisse Befindlichkeiten gestört werden durch diese Idee. Und was mich jetzt noch umtreibt, ist der Gedanke eines zinslosen Finanzsystems. Und du sagtest mehrfach jetzt, am Ende des Tages ist der Zins nicht mehr notwendig. Und Franz meinte vorhin, dass überhaupt dieser ganze Wachstumswahn, dieser ganze Irrsinn, den wir überhaupt produzieren bis zum Tod umfallen, dass das eigentlich nur der Tilgung der Schulden dient. Und die oder eigentlich nur der Tilgung der Zinsen, noch nicht mal der Schulden, sondern wir tilgen ja nur unsere Zinsen. Und da ist es natürlich hochinteressant, wenn du sagst, Zinsen wird es am Ende, wenn man die Gemeinwohlökonomie konsequent denkt, nicht mehr geben. Wie ist das zu verstehen?
Das ist so zu verstehen, dass am Ende, wenn komplett die Wirtschaft nach dem Prinzip des Gemeinwohls agiert, Gelder zinsfrei verliehen werden, zum Beispiel von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen, weil darüber das Gemeinwohl, wenn dort eine sinnvolle Aktivität in dem anderen Unternehmen gestartet werden kann, am besten gefördert werden kann. Wenn man sich strenger an den Kriterien des Gemeinwohls orientiert, ist der Zins dann auch nicht mehr nötig. Ich sage aber auch, wir gehen im Moment von der jetzigen Situation aus und bewegen uns in einem anderen Umfeld. Das heißt, es ist nicht die Vorstellung, dass wir jetzt morgen den Zins abschaffen. Franz, wolltest du noch mal? Sind sonst noch Fragen? Keine Fragen mehr? Da das Ganze ja übers Internet gestreamt und aufgenommen und aufgezeichnet wird, möchte ich, bevor ich es vergesse, der Nassauischen Neuen Presse tausend Dank sagen, dass sie heute Abend hier vertreten ist und auch eine, ich denke mal, eine tolle Berichterstattung abgeben wird. Und ja, das zum Thema Transparenz im Kreis Limburg-Weilburg. Dankeschön. Wenn ich zum Schluss noch 2-3 Minuten Zeit kriegen könnte, wäre gut. Also vorletzter. Ja, durchaus. Also sind noch Fragen aus dem Mumble vielleicht? Nein, im Moment nicht. Okay. Ja, ich hoffe, dass wir gut zu verstehen sind. Völlig erschossen. Ja, dann gut, hier im Raum sind jetzt dann auch erstmal keine Fragen mehr. Genau, wir haben noch so eine kleine Box da stehen. Ich gebe Jörg gleich nochmal das Wort zum Abschluss. Ich sage nur noch einfach zwischendrin. Eine kleine Box da stehen, da würden wir uns freuen. Franz geht nochmal persönlich mit dem Händedruck dann auch durch die Reihen. Ja, und dann, ja, Jörg nochmal Schlusswort. Und, Ich glaube, was wichtig ist, dass man versteht, dass die Gemeinwohlökonomie eine Bewegung ist, die jetzt ansetzt an der momentanen Situation und dafür ein Angebot an Unternehmen, an uns alle zur Verfügung hat, wie wir auch in dem jetzigen System daran arbeiten können, dass sich etwas verändert und unseren Beitrag leisten können. Dass aber erst sehr wohl viel weiter gefasste Vorstellungen sind, die, glaube ich, auch vielen von uns noch völlig unvorstellbar erscheinen, angesichts der momentanen Machtverhältnisse, angesichts der langen Gewöhnung an Dinge wie Zins etc., aber die Schritt für Schritt durchaus, wenn auch manche, ich sag mal, liebgewordenen Glaubenssätze vielleicht etwas mehr in Frage gestellt werden, als dies in der momentanen Situation passiert, nach und nach immer mehr auch ins Wanken geraten können, werden und ich hoffe auch sollen. Und aber nochmal, um es klar zu machen, wir bewegen uns im Moment natürlich in einer Situation, wo wir keinem Unternehmer sagen, du kannst übermorgen mit einer zinsfreien Situation rechnen oder du kannst morgen damit rechnen, dass Erbschaften auf einen bestimmten Betrag begrenzt werden. Das wäre sicherlich naiv und unser Ansatz ist, jetzt hier in der momentanen Situation anzusetzen, aber sehr wohl diesen Rahmen immer im Auge zu behalten. Das erscheint mir besonders wichtig. Vielen Dank.